Joel, als erstes mal, was war das für ein Spiel heute? Also es war am Ende, waren es nur 3 Tore, man hatte aber eigentlich nie das Gefühl, dass es nochmal eng werden könnte. Doch, also hatte ich schon, ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen zerfahren angefangen, genauso wie Göppingen, viele leichte Fehler. Aber ich glaube, dann haben wir im Heimspiel hier gekämpft, haben das Momentum auf unserer Seite, geholt, haben die Fans mitgenommen, ja. Und ich glaube dann, wie man die Saison schon gesehen hat, sind wir schwer zu schlagen. Weißt du, dass du nur ganz, ganz, ganz knapp an deinem All-Time-Paradenrekord von vorher geschrammt bist? Ja, ist mir egal. Ja, ich weiß, dass dir so Zahlen immer egal sind, aber trotzdem, du hast heute ein Wahnsinnsspiel gemacht. Es gibt nochmal einen extra Applaus. Das sind dann so Tage, wo man auch einfach merkt, heute läuft es mir gut rein. Ich glaube, wir haben super gedeckt, gerade in der ersten Halbzeit. Habe ich gerade auch schon bei Schmiso gesagt, nichts Verrücktes gemacht. Ja, und ich glaube, wenn wir so verteidigen und man dann einen guten Tag erwischt, dann ist so ein Spiel heute möglich. Da freue ich mich drüber. Aber es ist natürlich ein bisschen nervig, dass wir am Ende ein bisschen schleifen lassen. Vielen, vielen Dank, Joel Bierlehm. Wir freuen uns, dass wir das nächste Heimspiel gewonnen haben. Unser Rewe-Spieler des Tages heute, Joel Bierlehm.